fängt rückwärts an zu zählen. Man muss sich irgendwie durch 361 Tage quälen. Und dann ist plötzlich Freitag, man fühlt sich unbeschwert. Endlich scheint das Leben einem wieder lebenswert. Die Kerbe wird aus und der Alltag eingegraben. Die Tassen voll und hoch zum Gruß, ja. Keiner hier hat jetzt noch irgendwelche Fragen. Jetzt heißt es nur noch Vollgas bis zum Schluss. Hemsbach, die Kerbe ist endlich wieder da. Hemsbach, die Kerbe, so schön wie letztes Jahr. Hemsbach, die Kerbe ist einfach wunderbar. Man drängt sich auf der Kerbgas, die Stimmung ist schon top. Die meisten von uns haben schon ihr viertes Bier im Kopf. Zuerst will man noch rumgehen und überall mal schauen. Doch schließlich endet's damit, sich die Birne zuzuhauen. Ja, später geht's schwimmen, doch erst wird noch gesoffen. Auch wenn so mancher schon fehlt. Ja, die Adel hat schließlich die ganze Nacht offen. Und 9 Uhr wird der Kerbewosch gewählt. Hemsbach, die Kerbe ist endlich wieder da. Hemsbach, die Kerbe, schön wie letztes Jahr. Hemsbach, die Kerbe ist einfach wunderbar. Die Augen auf, statt Geld hab ich nur Pfandbons, kurz übel ist mir auf. Zu glauben, dass jetzt alles schon vorbei ist, fällt mir schwer. Nicht nur, dass es so schnell ging, ich weiß auch gar nichts mehr. Ich komm wohl nicht drum rum, mich heute noch zu übergeben. Mir bleibt nur, mich nach Haus zu quälen. Doch ich weiß was, man braucht gar nicht lang zu überlegen. Ich fang einfach wieder rückwärts an zu zählen. Hemsbach, die Kerbe war endlich wieder da. Hemsbach, die Kerbe war einfach wunderbar. Hemsbach, die Kerbe kommt wieder nächstes Jahr. Hemsbach, die Kerbe war endlich wieder da. Hemsbach, die Kerbe war einfach wunderbar. Hemsbach, die Kerbe kommt wieder nächstes Jahr. Junger Mann, spontan sein, dabei sein.